In der heutigen Ausgabe geht es um Statusmeilen. Was sind Statusmeilen? Ich werde euch erklären, was Statusmeilen sind, damit ihr keine Statusmeile mehr verpasst. Wartet auf das Intro und danach geht's direkt los. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, damit ihr mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status bekommt. Und in der zweiten Folge unserer neuen Serie Viel, viel Basiswissen erkläre ich euch, was Statusmeilen sind. Aber hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Daumen hoch, Daumen runter. Bei Daumen runter immer erklären, warum der Daumen runter, damit ich mich verbessern kann. Und ganz, ganz wichtig, abonnieren, Glocke an. Ich vergesse das ab und zu mal, aber ihr wisst das ja. Abonnierbefehl als Stichwort. Wer Fragen hat oder wer auch wirklich mehr Meilen, mehr Status oder aber auch mehr Punkte sammeln möchte, soll sich gerne an mich wenden. Ihr findet unten in den Shownotes auch den Link zu der Consulting. Dann werde ich auf euch eingehen und werde für euch eine Strategie arbeiten, damit ihr euren Status wesentlich schneller bekommt. Aber jetzt direkt dive into the topic. Was sind Statusmeilen? Wer viel Flieger ist und viel Zeit im Flugzeug natürlicherweise verlebt, der muss natürlich in der Regel auch dafür Vorteile bekommen und dafür gibt es halt die Vielfliegerprogramme. Das war ja damals auch entwickelt worden, um die Leute mehr an das Fliegen zu binden. Und dann bekommt man zum Beispiel bei Miles & More Statusmeilen. Ihr hättet es euch fast gedacht. Und diese Statusmeilen zählen, wie der Name schon sagt, für den Status. Und wenn ihr genug Statusmeilen gesammelt habt, 35.000 Stück, damit seid ihr FDL oder 100.000 Stück gesammelt habt. Dieses Jahr sind es 50.000. Ich wollte schon wieder vorgreifen. Shame on me, 100.000 in normalen Jahren sammelt, dann habt ihr einen Senator. Aber für den Hon-Circle müsst ihr nicht Statusmeilen sammeln, sondern Hon-Meilen sammeln. Das ist wieder was ganz anderes. Das wird es in der dritten, vierten, fünften Folge geben. Also es wird in einer der Nachtfolgen kommen. Heißt also, wenn ihr bei einer Fluggesellschaft öfters fliegt, dann solltet ihr auch Mitglied werden in deren Meilenprogramm, um diese Statusmeilen auch zu sammeln. Diese Statusmeilen bringen euch, wie ich schon sage, diese Vorteile mit Check-in am Business-Counter als FTL oder sogar First, wenn du Senator wirst. Und damit kann man es einfach sich wirklich im Leben besser machen. Aber die Statusmeilen, ja, sie sind eine Art Flugmeile, weil die bekommt ihr auf Flügen, die meilenberechtigt sind, wenn ihr einen richtigen Tarif habt, aber auch die Strecke länger ist, dann gibt es mehr Meilen, weil sie streckenbezogen ist. Und damit kann man mit diesen Statusmeilen, ja, den Status auch ein bisschen triggern. Warum? Ganz einfach. In Europa bekomme ich fixe Meilenwerte. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel innerdeutsch fliege, bekomme ich 1500 Meilen in der Business Class. Natürlich nicht in der P, das ist wieder das Problem. Also man muss immer auf die Buchungsklasse achten. Und da gibt es nämlich nur 100% der Meilen. Das ist halt kein Thema in meinen Augen, weil wenn man halt wirklich ein bisschen darauf achtet, dann kann man da auch optimieren. Also das heißt, also ihr bekommt 1500 Meilen plus zum Beispiel, wenn ihr auch FTL seid oder Senator oder Hon-Circle, kriegt ihr sogar Executive Meilen. Aber das ist was anderes, das sind diese Executive Bonus. Aber das wird auch wieder ein neues Thema sein. Also, dann schauen wir doch einfach mal, wie es funktioniert. Als Frequent Traveler Senator für den ersten Status braucht ihr 35.000 Meilen. Für den Senator braucht ihr 100.000 Meilen und damit habt ihr dann auch schon die Vorteile. Wenn man zum Beispiel jetzt eine längere Strecke fliegt, wie zum Beispiel von, nennen wir es einfach mal, von Frankfurt bis nach Singapur, dann bekommt ihr dafür Meilen der Strecke entsprechend. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet für euch, wie viele es sind, aber ihr könnt dazu zum Beispiel GCMAP, also Great Circle Mapper nehmen, könnt dann multiplizieren, das sind zum Beispiel 200%, wenn ihr einen Business-Class-Flug habt, in der Kategorie zum Beispiel C, D oder J. Wenn ihr aber eine Paula, das ist die rabattierte Business Class, habt, dann gibt es nur einen Multiplikator von 100%. In der Economy Class kann es sogar nur 50% sein. Das heißt also, dass ihr 50% der Meilen nur bekommt oder weniger. Also es kommt auf den Tarif an. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Statusmeilen entfernungsabhängig sind. In Europa sind sie Mindestmeilen, wenn die Entfernung nicht größer ist. Das heißt also, egal ob ihr jetzt von Frankfurt nach Berlin fliegt, bekommt ihr 1500 innerdeutsch oder wenn ihr nach Hamburg fliegt, was ein bisschen weiter ist. Wenn ihr allerdings die Grenze überfliegt, das heißt also München nach Zürich oder nach Wien oder nach Warschau, dann bekommt ihr natürlich diese Meilen mehr, weil das sind dann 2000 Meilen. Ganz wichtig ist, um diese Statusmeilen zu bekommen, müsst ihr mit einer Star Alliance Fluggesellschaft fliegen.
Und je nach Starlines Fluggesellschaft, das ist das nächste Thema, gibt es halt weniger Status Meilen. Warum? Das ist so. Die haben sich mehr lieb, haben sich weniger lieb und das ist halt einfach das Problem. Also das heißt, wir müssen drei Dinge immer im Kopf behalten, wenn ihr nach Statusmeilen schaut. Die Strecke, die Fluggesellschaft, mit der ihr fliegt, Starlines, und dann natürlich die Buchungsklasse. Das sind diese drei Hauptthemen, die die Menge an Statusmeilen bestimmt. Und wenn ihr diese Nummern, wenn ihr die Statusmeilen sammeln wollt, dann müsst ihr eure Nummer angeben, die ihr auf der Mitgliedskarte habt, entweder bei der Buchung schon oder aber beim Check-in-Counter spätestens. Wer es vergisst, kann diese Meilen natürlich, die Statusmeilen, aber auch die Prämienmeilen, nachträglich gut schreiben lassen, bis zu 6 Monate. Die Frage habe ich ja eben etwas vorweggenommen, kann ich Statusmeilen kaufen? Eigentlich ist die Antwort nein, ich kann keine Statusmeilen kaufen. Aber dieses Jahr hat die Lufthansa eine Aktion in 2021, wo ihr Statusmeilen kaufen könnt. Heißt also, ihr könnt mit eurer Kreditkarte, kaufen ist jetzt auch wieder der falsche Ausdruck, also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich möchte Status, sondern ihr kriegt mit der Kreditkarte Statusmeilen. Und das ist auch eine tolle Geschichte dieses Jahr als Ausnahme, ihr bekommt 2 Statusmeilenpunkte, wenn ihr mit der Kreditkarte 1 € Umsatz macht. Egal in welchem Markt, in der Schweiz sind das ja auch 2 Schweizer Franken, schon 2 Statusmeilen pro Schweizer Franken. Und in den USA, also es gibt da je nach Land halt ein bisschen Unterschiede, aber wir bleiben jetzt einfach mal auf europäischen und Euro. Da ist das so. Das wird gekappt bei 30.000. Wenn ihr schon einen Status habt, dann wisst ihr ja, wie Statusmeilen gesammelt werden. Oder wenn ihr es nicht genau wisst, bekommt ihr aber auf jeden Fall 5.000 nochmal aus der Aktion. Und es gibt natürlich Aktionen bei anderen Fluggesellschaften. Finnair hatte da eine, dass man da Statusmeilen bekommen kann mit der Kreditkarte, wenn man die Meilen gekauft hat. Aber dann noch ein anderes Thema ist halt, wenn ihr sagt, hey, mir fehlen bis zu 5.000 Statusmeilen am Ende, um meinen Status zu bekommen, beim Frequent Traveler oder Senator. Heißt also, ihr habt zum Beispiel 95.000 Meilen erflogen, aber euch fehlen noch 5.000, um die 100.000 zu erreichen. Dann könnt ihr Prämienmeilen umwandeln, maximal halt 25.000, Faktor 1 zu 5, die dann 5.000 sind. Geht für ein FTL auch. Für ein HON geht es nicht, weil das sind ja HON-Meilen. Statusmeilen, HON-Meilen, different. Also ganz, ganz wichtig. Also man kann diese Meilen auch sonst nicht wirklich einlösen. Sie sind wirklich nur für den Status gut. Sie bringen euch gar nichts. Damit können wir auch dann direkt das nächste Thema damit ausmachen, dass wir dann einfach sagen, wann verfallen die Statusmeilen denn? Statusmeilen verfallen grundsätzlich, also immer, am Ablauf des Jahres, zum Beispiel bei Lufthansa, weil diese Meilen kalendarisch oder der Status kalendarisch ist, hat einen Vorteil. Wenn ihr euch mitten im Jahr qualifiziert, dann bekommt ihr den Rest vom Jahr gutgeschrieben und dann zählt der Status erst ab Folgejahr. In Anführungsstrichen, ihr habt aber schon alle Vorteile, ihr habt den Status, aber die Zeit halt. Bei vielen Programmen ist aber nicht das Kalenderjahr, was das gültig ist, sondern es ist monatlich. Zum Beispiel meine Finnair-Karte, wenn ich das richtig im Kopf habe, die geht im Starte zu sammeln im November. Das heißt also, die verfallen dann im Oktober. Und damit ist das halt so, dass man am 31. Dezember wieder mit dem Status neu anfangen muss. Und dann sind die Statusmeilen halt weg. Weg in Anführungsstrichen. Aber ihr habt ja dafür den Status oder ihr habt dann die Möglichkeit, um den Status wieder neu zu sammeln. Das Schöne bei Lufthansa ist ja, wenn ihr Statusmeilen in einem Jahr sammelt, dann ist der Status, bis die neuen Regeln kommen, 2 Jahre gültig. Also insofern ist das doch top. Nochmal als kleine Krücke, wenn ich das mal so sagen darf, ist das so, dass ihr die Statusmeilen für jeden Flug bekommt. Also alles, wo ihr ein Ticket habt. Ganz wichtig. Einige Sachen sind zum Beispiel für den Status Erreichung gekappt. Das heißt also, dass man zum Beispiel auf der Airrail-Strecke oder mit den Bussen halt nicht mehr durchgängig immer Meilen sammeln kann, je nach Fluggesellschaft, die solche Meilen dann da gibt. Was kann man noch zu den Meilen sagen? Die Meilen haben also auch keinen pekuniären Wert, wenn man das ehrlicherweise sieht. Deshalb ist es auch kein Verlust, denn in dem Moment, wo ihr die goldene Karte habt oder die silberne Karte habt,
sind die Mühen ja belohnt worden. Wenn ihr eine Frage habt zu dem Thema Status Mine oder andere Themen, die ihr wollt, dass ich die für euch einmal aufbereite, schreibt es unten in die Kommentarspalte rein und ich komme vielleicht darauf schneller zurück, als ihr glaubt. Danke, dass ihr dabei wart bei der heutigen Ausgabe von Thrifting Traveler TV mit dem Thema Status Mine. Was sind Status Mine?